Den Chili, könnte man kaufen, Kurkuma. Ja. Bei Rang 1, ja, da musst du gucken. Ja, bin ich gerade drin. Genau. Aber ich mich würde interessieren, wie ich die Münze bekomme. Kompass wäre zum Beispiel nicht schlecht. Rittet, um deine Freunde zu ärgern, du Zorn. Ja, ist klar. Erstmal Schrott herstellen und dann Köder kaufen. Also Köder. Kläfer sagt Köder. Ja, dann lass uns Köder kaufen. Ich habe ja 5 Stück. Da habe ich 5 Stück. Beginner Merchant. Yay! Wir haben jetzt 20 einfache Köder. Hast du noch Platz für 2 Blödsteil. Wassermelonen hier, wollte ich sagen. Ich habe eine mitgenommen. Wo ist die zweite? Ach, da ist eine Ananas. Ich dachte, ich hatte 2 gesehen. Nein? Nee, es war jetzt nur eine. Okay, dann ist hier wahrscheinlich keine mehr. Alles gut. Dann lass uns abhauen, runter. Oder? Ich glaube, auf dieser Insel sind wir fertig. Ja. Na, hier nicht. Chicken, bleib hier! Kokomo! Oder auch nicht. Erstmal Schrott herstellen, dann Köder kaufen. Okay. Ja, man würde Chili wählen. Ja, Chili hat eine Münze gekostet, die wir uns nicht haben. Also die haben wir noch nicht. Die können wir uns noch nicht leisten. Chili ist zu gut für uns. Außerdem ist Chili ekelhaft. Und wir brauchen unbedingt Rüstung. Ja, dafür brauchen wir Tiere. Bebe, ja genau, das ist Bebe. Oh, ich muss noch unter Wasser, also wegfahren. Nee. Wegfahren können wir hier noch nicht, gell? Weil ich muss noch tauchen. Ja. Dann bleiben wir so heute hier. Zur Not, wir haben ja morgen auch noch einen Tag, wo wir den nächsten Kampagnen-Story-Abschnitt machen können. Da will ich jetzt nicht runterspringen. Ja. So, nicht unbedingt, ne. Bisschen orientierungslos durch die Welt. Halt der Nachteil, wenn man an einem Feiertag arbeiten muss. Ja. Ja, drum, das ist, was ich immer sage, Nachtschicht. Das ist der absolute Rotz. Bei einer 5-Tage-Woche einfach 6 Tage, ne? Ja, also die ganze Woche schon 6 kaputt quasi. 6 Tage, ja, voll. Vor allem, ich habe jetzt Mittwoch habe ich einen Termin, 8 Uhr in der Werkstatt, nach der Arbeit direkt. Also der Mittwoch, da bin ich komplett, ja, das dauert dann so 2 Stunden im schlimmsten Fall. Das heißt, ich bin um 10 zu Hause, 2 Uhr geht der Wecker. Yay. Mhm. Ja, warum? Kannst du da nicht ausnahmsweise 2 Stunden länger schlafen? Nein. Das ist der ganze Tag im Arsch. Okay. Dann schlafe ich bis 4, um 5 Uhr treffen wir uns dann wieder. Dann bin ich so im Arsch, dass ich nichts gebacken kriege. Okay. Dann kann ich 1 Stunde länger. Ich muss mal gucken. Allein schon das Hin- und Zurückfahren wird ja schon eine Vollkatastrophe. Aber hat ja keine Auffahrt, so ist es ja nicht. Okay. 22 Uhr bis 2 Uhr. Was? Nein, es geht um Schlafen von 10 Uhr vormittags, Ermann, bis 14 Uhr. Also kann ich meistens so nicht so lange schlafen, weil ich den ganzen Verkehr vor der Tür habe. Wegen Umleitung und sowas. Ah, okay, das ist kacke. Deswegen, also mal, wenn ich Nachtschicht habe, dann schlafe ich meistens so, ich bin so 6:30 zu Hause, schlafe um 7 ein, bin so zwischen 12 und 1 Uhr wieder wach. Boah. Deswegen mache ich in der Nachtschicht auch meistens keine Pause, also ich versuche es zumindest keine Pause zu machen um 2 Uhr, sondern die so halt so ein bisschen nach hinten zu schieben, dass ich durcharbeite und erst so kurz vor Feierabend meine Pause dann mache, so um 5 oder so. Melonen. Ich glaube, wir haben uns verlaufen. Melonen. Wo bist du? Melonen. Was, wo? Hier. Da habe ich mitgenommen. Jetzt wirst du da wieder rüberlaufen. Wo ist denn unser Eppertes Raft? Ah ja, genau, das geht sich aus. 4 Stunden würde ich nicht packen. Ja, es ist eh nicht lustig, nur 4 Stunden geschlafen zu haben. Ich bin runtergefallen. Nein, ich habe es geschafft. Boah, okay, dann laufe ich da nicht hin. Nein, komm schon, das ist easy. Pass auf! Au! Lauf zum Schiff. Ja, lauf zum Schiff. Ich gucke, ob ich einen anderen Weg finde. Oh, wow. Wenn du jetzt stirbst, das ist genau so ein Ding. Ich finde dich nie wieder. Ist nicht dann schlimm. Dann fahr ich ohne dich. Weil ich spiel schon neu laden. Oh, wow, 3 Stunden. Oder wie lange sind wir jetzt dran? 2:15. Ja. Harte Arbeit weg. Nee, dann lässt du dich einfach sterben, aber du hast den geilen Scheiß im Inventar. Na, du darfst einfach nicht sterben, okay? Hast du gehört? Sterben ist. Ich versuch's. Danke. Wo ist denn jetzt unser Boot? Da bin ich aber schon mit weniger Stunden zur Nachtschicht gegangen, also so ist es nicht. An Schlaf, also. Ist so oder so hart. Ja. Das Schlimmste ist eigentlich mal so zwischen 2 und 3, weil, wie gesagt, 2 Uhr, 5 vor 2 habe ich halt Pause. Der Vogel, hau ab. Marie. Ich lebe noch. Ach, keine Scheiße. Ach, guck mal, Petra, ich hab dich doch gefunden. Ich bin doch nochmal eine Runde gelaufen. Guck mal, ich war fast so schnell wie du.
Das Schlimmste ist eigentlich immer so zwischen 2 und 3, weil da hast du halt deine Downphase eigentlich. Also ich meistens immer und viele andere auch. Mhm, so 4, ja, 5 Uhr geht's dann wieder und dann 6 Uhr so. Gut, wir haben drüber gesprochen. Ach du doofer Ei. Den haben wir nicht in der Tasche. Jetzt gibt's erstmal Melonensamen. Aber ich mache das jetzt auch schon seit knapp 10 Jahren mit der Nachtschicht insgesamt. Also, ich habe früher nur Nachtschicht gemacht. Könnte ich nicht. 8 Wochen am Stück Nachtschicht und dann hieß es, ja, du müsstest nächste Woche Frühschicht machen. Ich sag, nee, ich will in die Spätschicht. Nee, geht nicht. Ich habe in der Frühschichtwoche, ich habe nichts gebacken gekriegt. Ich war einfach nur anwesend. Mehr habe ich nicht gemacht. Verstehe ich absolut. Das geht auch gar nicht. Nee, es geht auch nicht. Ach, die Leute waren bekloppt. Das war eine Planung, die war unter aller Sau. Du bist quasi von der Nachtschicht in die Frühschicht gegangen, was das Allerschlimmste eigentlich ist. Finde ich zumindest. Das hatte ich auch immer so, ja. Ich muss gleich nochmal neues Wasser auffüllen. Also ich habe da kein Verständnis für. Dass die Leute freiwillig sagen, ja, ich gehe von der Nachtschicht in die Frühschicht. Ja. Ja, wenn es sich lohnt, Ermann. Dann ja, aber wie es bei uns ist, mit 30% Nachtschichtzulage lohnt sich es meiner Meinung nach nicht. Es lohnt sich sowieso nicht, Nachtschicht zu machen. Also für uns ist es momentan eher so, lohnt sich es überhaupt arbeiten zu fahren? Einfach aus Materialgründen. Weil das Problem ist, dass wir wieder kein Material kriegen. Oh Gott, okay. Ja. Das ist halt das Schlimme. Voll. Oh, ich habe kein Wasser mehr. Nice. So. So, Fische wieder darüber. So, der kommt auch da raus, der kommt da rein. So, jetzt will ich mal ein bisschen weiter hier. Ah. Plastik weg. Ja, dass man keine Melonen grillen kann, das wäre bestimmt lustig. Das kommt dann gleich in die Obstkiste. Mangos. Oh. Mangosamen. Beschissen bezahltes, was? HC? Was? Ach, Ermann hat in meinem Chat was geschrieben, was ich gerade nicht verstehe. Ach so, Hardcore, ja. Ja. Vor allem, jetzt will ich mal. Ist einfach. Ich fange sonntags mit der Nachtschicht an, immer, normalerweise. Also, es wäre jetzt heute meine zweite Nacht. Dann gibt es Leute, die kommen Freitag auf Samstag dann auch nochmal arbeiten. Das habe ich damals machen müssen und dann hatte ich gar kein Wochenende. War komplett im Arsch. In der Spätschicht. Ja, würde ich einfach schlicht und ergreifend nicht tun. Ne, ich mach's auch nicht mehr, weil einfach ich bin einfach ausgelaugt, sagen wir mal so. Ich habe auch kein Interesse mehr, da 6 Tage zu arbeiten. Ja, ich sag, das ist was für die Jungen, die unbedingt Kohle machen wollen. Die noch ein Real Life haben, also nur genug Zeit haben, keine Verpflichtungen haben. Genau, die sollen sich das reinziehen. Richtig. Ich mach das auch nicht mehr, ich hab da keinen Bock mehr drauf. Der kommt da raus, der kommt da rein. Achso, warte mal, ich hab noch ein bisschen Brucey für dich. 3 Stück hab ich noch. Ah, warte, ich hab noch Fische im Inventar, fertige. Hier kann ich die Möbel reinpacken. Dann kann ich hier mal gucken. Haben wir hier Beeren? Warum ist da eine rote Blume drin? Ich leg neben die Pilze, lege ich die roten Beeren rein. Die braucht man für irgendeinen Smoothie oder so. Ja. Melonen packe ich auch mal bei den, eigentlich. Ja, pack alles irgendwo rein, wo Obst drin ist, in der einen Ecke, da packe ich die ganzen Wassermelonen gerade rein und... Ja, und ich habe die Samen hier in die kleine Kiste neben der Leiter gepackt, die... Ja, stimmt, da könnte ich die auch reinpacken. Ja, genau, das ist eine gute Idee. Wenn der Steinwerfervogel eigentlich auch auf dem Boot bisweilen, ist uns, glaube ich, auch schon mal passiert, gell? Dass uns der Steinwerfervogel auf dem Boot eins mitgegeben hat. Ja. Haben wir auch, glaube ich, schon gehabt. Mhm. Aber ich mache jetzt mal Schleichwerbung. Ihr könnt alles bei mir auf YouTube nachgucken. Da sind alle Folgen von Rough zu sehen. Also ihr verpasst im Grunde genommen gar nichts.
Genau. So, ich pack mal das Schwein hier auf. Oder brauchen wir das Schwein für ein Rezept? Ich glaube, das Schwein braucht man für ein Rezept. Wir haben ja nicht alle Rezepte. Warte, ich mach bloß wegen der alten Sperre. So. Jetzt habe ich noch einen Pieks übrig. Warte. Schmeiß ihn mal hinterher. Ich würde die Sachen würde ich eher mit der neuen Angelrute benutzen, die Angelköder. Würde ich jetzt nicht mit der normalen machen. Ja, nee, mach das ruhig. Probierst du die aus jetzt, oder wie? Nee, ich hab die gerade, ich bin gerade noch am Sortieren. Ach so. Hätte ich gern gewusst, was du da rausholst. ich habe auch auf ihn eingestochen und der Speer ist dabei gebrochen, ja, Mann. Er hat es mir zum Glück nicht gemerkt. Wo haben wir doch noch Heilköpfe gehabt? So. Ja, in der kleinen unteren Kiste. Wieso, was machst du damit? Nee, ich wollte den zur Seite packen, weil ich brauch den ja jetzt nicht. Ach so. Hast du die Nachfüllwasserflasche im Inventar zufällig? Ja, bin gerade dabei, das aufzufüllen. Okay, weil ich habe nicht leer gemacht. Bin schon dabei. Okay. Oh, ich brauche Holz. So, hier sind. Wo sind Holz hier rum? Aha. So, mal gucken, wo ist meine. Wir haben genug Holz. Eine ganze Kiste. Ja, das Holz geht ja immer so schnell weg, ist das Problem, ne? Aber wenn wir gleich wieder fahren, ja, dann ist das wieder. Warte, ich würde noch gucken, ob ich mir vielleicht schnell noch eine. Warte, Freitag auf Samstag arbeiten ist. Ich hatte spät und bin abends noch mit dem Bruder spazieren gegangen, kam gegen zu Hause, war die Einflucht, kam mit dem Strecken. Hast du aber jetzt auch einen getroffen? Ich war schon auf dem Weg, im Rückgang. No, Maranoje, das ist blöd. Ja, voll, ich durfte wieder nach Hause, weil ich kein Material mehr hatte, beziehungsweise die Anlage nicht lief. Und keiner da war, der das beheben konnte. Und ich darf ja halt nicht an die Anlage dran. Also ich könnte schon. Ich darf es halt nicht, wenn was passiert, bist du halt der Dumme und du da, ne? Wie das halt so ist. Aha. Also bin ich wieder nach Hause gefahren. Ey. Und sie wusste davon nichts. So, ich gucke jetzt mal mit einer neuen Taucherflasche. Ich bräuchte eine neue Taucherflasche. Weil dann würde ich noch runtergehen. Kunststoffseil, leere Flasche. Da musst du mir eben Bescheid sagen. Dann gucke ich eben, glaube ich, noch. Ich habe noch ein paar Fische da. Dann könnten wir die gleich reinschmeißen. Kunststoff, 4 Glibber. Ja, Moment. Muss erst noch schnell Glibber finden. Ich hoffe, ich habe fertiges Glibber. Oh ja. Herstellen. So, und dann hier. Sauerstoffflasche. Leere Flasche, Glibber, 4 Seile, 8 Kunststoff. Warte mal, anders kann ich auch hier reinschmeißen. Gut. So. Dann packe ich den Kleber da wieder rein. Warte mal und werf gleich noch welchen an. Weil vielleicht haben wir da unten ja auch noch tolle Sachen. Ich würde jetzt erstmal alles mitnehmen. Wir können ja noch eine Weile hier bleiben und morgen machen wir dann die Hauptstory weiter. Ja. Weil das wird ja so jetzt nicht mehr geschnitten. Das kommt ja alles als eine Folge. Okay. Wird ja alles in Kapitel dann aufgeteilt. Also wenn ich welches habe. Wo ich sagen kann, das kann ich in Kapitel aufteilen, wird es in Kapitel aufgeteilt. Aber erst ab jetzt den Folgen, die wir jetzt da haben, die alten nicht, sind ja noch geschnitten. Okay. Ich kann dir sagen, es ist sehr viel Arbeit. Das glaube ich, ja. Was ist denn das hier? Wo habe ich denn hier meinen Fisch hier? So. Da unten brauche ich keine Axt. Pfeil und Bogen nehme ich mal mit, weil wenn der Kugelfisch kommt, wisst ihr Bescheid, mache ich ihn platt, die Sau. So, ich gucke, habe ich doch eine Angel. Was war eine Angel? So. Irgendwas zum Mampfen hier noch. Oh ja, ein Bruce. So. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier was sehe von oben, wo ich hintauchen kann. Bevor du reinspringst, sag mal Bescheid, dann schmeiße ich die Fische rein.
Ja, ich muss erstmal gucken, ob ich überhaupt irgendwo hier in der Nähe was habe oder ob ich da die Insel erstmal umrunden muss. Ich sehe halt hier nichts. Wir können auch die Nacht skippen, dass du dann wieder was siehst. Ja, genau, lass mal eben schlafen. Ach komm, beiß ab, dann baue ich gleich was Neues dran, ist nicht schlimm. Oh, ich muss unbedingt was essen. Die haben aber auch so einen Hunger. Dann nach hinten. Weil ich glaube, hier bei uns ist nichts und da hinten sieht es aus, als würden da so Schilfpflanzen wachsen. Ja. Oh, ich kann da gar nicht lang, oder? Kann ich da lang? Ich bin doch auch in die Richtung hier. Unschön. Sag Bescheid, wenn du ins Wasser springst. Ja, warte. Ja, hier ist zumindest ein bisschen was. Sekunde, ich guck mich gerade noch um. Ja. Warte, ich ziehe mir meine Taucherausrüstung an und dann bin ich bereit. Sekunde. Bist du soweit? Ich bin soweit, ich warte nur auf dich. Okay. Auf geht's. Ja, warte, das Fisch ist im Wasser. Gut. Ich bin eigentlich nur drauf, dass er anbeißt. So, mal gucken. Kupfer wäre toll. Und Kleber. Und überhaupt. Er hat angebissen. Super. Am besten Jargon, ja, Mann. Meinen. Jetzt getan. Oh, hier sind hoffentlich besser Fische. Vielleicht ist hier auch ein Mr. Kugelfisch. Ich hab da noch eine Rechnung offen. Okay, ich glaube, meine Sauerstoffflasche ist kaputt. Wow! Ja, ich sehe. So, jetzt aber. Jetzt Eisen. Ich will aber Kupfer. Und ich hatte mal einen Sprühstand, da hatte ich so viel Kupfer, dass ich mich kaum überdecken konnte und hier irgendwie. Er ist fertig. Oh Scheiße. Also habe ich nicht gesagt, aber. Haben wir noch so ein Ding? Nee, oder? Ich bin gerade dabei zu angeln, ob ich noch welche kriege. Oh Gott. Ich kann irgendwelche fertig machen. Nee, kann ich nicht. Ich hab den falschen Fisch in der Tasche. Beeilen Sie sich. Vielleicht sollten wir generell die, die dafür gut sind, aufheben jetzt. Ja, tun wir auch, aber ich hab die nicht in der. Ich hab damit die falschen Fische. Ein bisschen mehr Zeit verschaffen könntest. Ja. Ich will auch gerne wegen einem Kugelfisch schauen. Das ist schon wie cool. Gesagt, weil er ist jetzt weg, ne? Also ich habe ihn jetzt bei mir nicht hier. Aha. Ja, komm, er trinkt leise, meine Güte. Oh, dieses Geblubbel. Da ist noch Eisen, das nehme ich auf jeden Fall auch noch mit. Ich würde halt auch, wenn es ginge, mal gerne mehr Stein und Schrott mitnehmen, wegen dem Müllpressen-Dings, ne? Mhm. Hat hier nix? Ah, doch, da. Okay, wo ist es noch bei mir hier? Ist er gerade woanders geschwommen? Sind also gerade noch nicht zu mir. Aber ich bin voll arm hier, ich bin wehrlos. Und hab Sauerstoffmangel und Halluzinationen und keine Ahnung. Ach verdammt, mein Inventar ist voll. Oh, was habe ich denn hier gefunden? Eine Kiste. Von dem abgesoffenen Raft. Und ein Rezept für Kokosnussschlag, was auch immer das sein mag. Aber wir haben viele Kokosnüsse. Wir werden uns das sehr bald schmecken lassen. So, mal gucken, gibt's denn hier?
Dingsi? Oh, Kugelfisch, du bist tot. Du bist so was von tot. Ja, und jetzt hole ich ihn mir. Ah, warte, ich kann eine Falle herstellen für Bruce. Warte. Muss man sagen. Aber er ist gerade eh beschäftigt. Er kämpft gerade mit den Dingern hier bei mir. Also alles gut. Oh, da kommt ein hinterher, der Arsch. Geh weg! Ich will von dir nichts. Pap, du stinkst. Was soll ich Fisch ja, nicht sagen? Er stinkt. Doch. Der arme Fisch. Jetzt sehe ich den Anreißer, der Feigling. Ja. Komm, hast du dann abgekriegt oder so, nicht? So, ich habe für Bruce noch was reingeschmissen. Dann solltest du erstmal Ruhe haben vor ihm. Okay, oh, come on. Und mein Pferd hier, nimm den. Komm, schau mal hier. Irgendwie. No, really? No, wie viele frisst der? Wie viele Pferde braucht der? Geh weg! Ei. Oh. So, das sieht schon aus wie so ein. Oh. Du hast ihn getötet. Ich glaube, ich habe ihn. Ja, ich habe gerade Erfolg bekommen. Warte. Erstmal hole ich mir meine Pferde zurück, so, und jetzt zerlege ich das Fischchen. Habe ich keinen. Doch, exklusiver Schleim. Geil. I'm loving it. Gut. Oh, da ist noch einer. Wollen wir zwei explosiven Schleim? Ja, Bruce ist übrigens fertig, ne? Ja. Nicht exklusiver, explosiver Schleim. Exklusiver. Hey, du musst den Pfeil schon in dich aufnehmen, du dummes Ding. Hört sich so falsch an. Ja. Ich mein's auch genauso. Ich habe ihn getroffen. Lass das einfach mal unkommentiert. Ist besser. No, ich habe ihn nicht getroffen. Oh Gott, da kommt er. Sterb mir nicht unter Wasser, sonst haben wir ein Problem. Ja, nee, ich sterb nicht. Er stirbt. Das ist so der Plan. Aber ich treffe ihn halt nicht. Ich habe wahrscheinlich gleich keine Pferde mehr. Really jetzt? Hallo? Hallo? Sorry. Oh, ich bin schon mal gestorben an so einem Mistvieh, ne? Deshalb ja. Bin ich ein bisschen ängstlich. Warte, ich glaube, jetzt hat er sich auf den Rücken gelegt. Auch runter, wie wär's? So, ja. So, okay, wenn ich jetzt den. Ich glaube, meine Flossen sind weg. Ich sammle hier noch eben ein bisschen Schleim, wollte ich sagen. Schrott, und dann komme ich zurück, ja? Mach das. Bin ich gerade noch dabei, Sachen anzupflanzen hier. Ah, okay. Dann brauche ich mich ja nichts fressen. Nö, alles gut. Nee, das war gerade mega aufregend. Für mich zumindest. Eieiei. Ah, da ist noch so eine Blaualge, die braucht man zum Kochen oder so, die nehme ich auch mit. Ja, genau. Nächste Sauerstoffflasche kaputt. Nee, die ist noch bei halb. So. Okay. Boah, ich hätte so gern Fischernetz, wenn ich das hier sehe. Essen satt. Was hier rumschwimmt. Aber hübsch sind die. Ach ja, Raft ist schon toll. Es geht. Echt schön gemacht. So. Hier habe ich eh nichts vergessen. Hoffe ich. Mal schauen. Ich bin in der Kommandodlergröße. Ihr seid solche Ärsche, echt. Euch mag ich nicht mehr.
Bist du gemobbt? Ja. Von deiner Frau, meinem Kerl. Toll. Tja, ich bitte. Was soll ich dazu sagen? Oh, sag die Finger davon. Egal, mach kaputt, brauch ich ein neues hin. Ja, mach kaputt, dann überlebe ich länger hier unten. Weil jetzt bin ich in Floßnähe, also jetzt kann er mich dann bald wittern. Was ist denn das jetzt für ein Geräusch? Oh, Hunger. Okay. Oh, scheiße, ich habe nichts zu essen. Habe ich gar nichts zu essen? Nein. Warte mal. Damit Zeit. Ich muss, oh Gott, ich muss zurückschwimmen, aber ich bin ganz langsam, weil ich verhungere. Habe ich noch was für Bruce? Warte. Na, über was. Ja, komm, dann schmeiß ich noch was rein, damit du mir halt zurückkommst. Oh. So. Hat der Hai wieder was gefressen. Danke. Siehst du mich hier? Kannst du mir hier vielleicht mit dem Steak entgegenkommen? Da hinten bist du. Warte, ich bring dir was mit. Bitte bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Hast du einen Hut auf? Ja, ich habe einen Hut auf. Ich weiß aber nicht, wie der aussieht. Ich muss mal mit ihm Stream gucken. Warte, ich habe noch einen. Setz den mal auf. Hm? Wo ist der denn? Da. Damit es meine Leute auch sehen. Hab ich den jetzt auf? Nein, ne? Ja. Lol, wie so eine hässliche Badekappe. Ich wollte gerade sagen, warum hast du SpongeBob auf dem Kopf? Das ist nicht SpongeBob, mach mal das so. Ist der Kuchenfisch. Mach mal so. Ja. Mach nur, warte, mach nur mal, mach nur mal runter, mach nur mal runter, warte, 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 mach nur mal runter, komm runter. Ich hab nichts zu essen gekriegt. Hier. Wo? Hier. Ah. Ich dachte schon, ich muss für deinen Thumbnail verhungern. Nein, ich habe nur einen Screenshot gemacht, damit ich es dir schicken kann. Ach so. Oh Mädchen, du hast gegessen, jetzt stell dich nicht so an. Ah, danke schön. So, mal gucken, was haben wir. Zweimal explosiver Schleim. Zweimal Ton, ja, okay. Blaualge, 21 Glibber, 17 Schrott. Ja, komm, das kann man doch lassen. Opfer bringen für die Quote. Aha. Es gab von Maranuba 100%ig. Ja, natürlich. Von wem denn sonst? Die ist einfach böse. Ja. Was wollte ich denn jetzt machen? Ach ja, genau, ich wollte die an Ecke nachbauen. Guck mal, ich hab da noch was hier. Kannst du das aufmachen? Den mache ich leer. Was kann ich aufmachen? Da. Yay! Ich habe einen Tisch gelernt. Wow. Besser als nichts. Das stimmt allerdings. So. Wo habe ich diese blöde Blaualge hin? Ah. Dieses Rezept. Kennen wir das schon oder noch nicht? Was waren das? Kokosnuss, bla bla, ne? Ja, immer so ein Kokosnuss, hast du gesagt. Kokosnussschlag. 3 Kokosnüsse, 1 rote Rübe. Wir brauchen es für einen Kochtopf. Wir brauchen so einen. Ich guck mal, ob wir so einen Kochtopf schon bauen können, ja? Aber Kochtopf, ja, ich ist ja kalt. Kochtopf? Mhm. Ein Safter steht da. Gleich. Kokosnussschlag. Okay, dann brauchen wir dafür den. Auch wie war das überhaupt mit dem Wasser? Was war der Freundin, um es denn daften? Junge, das hört sich so falsch an. Oh mein Gott. Das tut es tatsächlich. So, würde sich. Was? Erste Generation, so heute noch so halb. Aber natürlich, ich tue es eigentlich nicht mehr aussetzen, seit sie so einen tollen Cut hat.
Danke, Jamon. Ja.